müssen mit dieser großen Kraft viele dramatische Expressive mit leisen. Okay, das, was habt ihr gemacht, ich brauche ihn leise, weil Mozart hat leise geschrieben. Luigi Mariani beruflich kein Problem, denn er unterrichtet als Hauptdozent für Klavier am Konservatorium in Castelfranco Veneto. Außerdem begann er ein Kompositions- und Dirigentenstudium in Leipzig. Jeder kann sich vorstellen, welche Mühen für den 28-Jährigen mit der Ausübung dieses Berufes zusammenhängen. Nadja Waloschnik hat gestern beim Konzert in Lana beobachtet, wie der blinde Dirigent seine Musiker meisterlich führt. Schubert, Sinfonie Nummer 5 in B-Dur. Luigi Mariani dirigiert mit Leib und Seele, absolut konzentriert. Vielleicht konzentrierter als manch anderer Dirigent, denn Luigi Mariani ist blind. Er selbst sieht in seiner Blindheit kein großes Hindernis. Natürlich, zu sehen ist wichtig, aber viele Leute, wie viele andere Sachen, jeden Tag in die tägliche Sache, kann nicht auch wenn die Augen hat, benutzen nicht die Augen. Die Musik muss man fühlen. Für Luigi Mariani ist Musik wie eine Zeichnung, die er visualisiert in sich trägt. Wie ein Tanz, der seinen ganzen Körper mit einbezieht. Musik ist Tanz. Musik, so alt ein Kind war, ich habe immer mit einem kleinen Stab probiert, mit Musik bewegen. Eine kleine Bewegung oder vielleicht, wenn die Musik stark wird, eine große Bewegung und so weiter. Das ist für mich vielleicht Destino. Die Art, Musik zu lesen, ist für den blinden Dirigenten eine besondere. Ich benutze ein besonderes Gerät, das ist eine amerikanische Maschine und das funktioniert wie ein Scanner. Ich berührt mit meinem Finger die Noten. Zum Energieaufwand studiert Luigi am Konservatorium Musik. Hier liest er die Partitur elektronisch, die Noten empfindet er als Impulse auf die linke Hand. Ein Stück kann Luigi erst nach einer langen, mühsamen Vorbereitung des Auswendiglernens spielen. Thank you.
salire. Il mio rapporto con questa musica è molto personale. Ich habe einen ganz persönlichen Bezug zu Musik, und zwar ohne jede Romantisierung. Ich lehne mich gegen jeden Versuch auf, den Blinden, der Musik macht oder singt, als Romanfigur hinzustellen. Das sind doch alles nur Märchen, zumindest für mich. Ich mache Musik wie jede andere Person, und zwar, weil ich es gelernt habe. Andere Dinge würde ich wohl schlechter machen. Ich möchte alle diejenigen auffordern, die diese Märchen von den blinden Musikerb gerne lesen, daran zu denken, wie viele Löcher es auf einem Gehsteig gibt und wie viel Diskriminierung wir tagtäglich erfahren, was eigentlich weniger von den Gesetzen abhängt, als vielmehr von den Vorurteilen. In dem Moment, in dem einer eine gute oder schlechte Etikette aufgerückt bekommt, ist er abgestempelt. Und genau das will ich nicht. Ich unterstreiche, dass ich zuerst Mensch und dann erst blind bin. Denken Sie.